Also ich glaube, das Thema ausländische Direktinvestitionen, funktioniert das Mikro? Ja. Ist, glaube ich, eine Top-Priorität des neuen Präsidenten, der sozusagen erkannt hat, sozusagen, dass es wichtig ist, Kapital ins Land zu holen. In den letzten Jahren, im ersten Panel kam das schon, wurde das deutlich, war es natürlich etwas schwierig, viele oder große Volumina, sage ich mal, in die Ukraine zu holen, aus den beschriebenen Gründen. Wir sehen jetzt, dass mit dem neuen Präsidenten ein neuer Schwung, eine neue Dynamik sozusagen sich entfaltet. Man muss sehen, wie lange das trägt, aber auf jeden Fall ist das schon, glaube ich, eine gute Nachricht, dass dieser Wechsel offenbar positiv aufgenommen wird und zu positiven wirtschaftlichen Effekten führt, was, glaube ich, auch dazu führt, dass Unternehmen sich die Ukraine auch aus Sicht eines Investments wieder näher angucken. Das ist ja immer der erste Schritt, ist sozusagen ein Land überhaupt auf dem Schirm der Länder, die ich mir als Unternehmen anschaue für potenzielle Investments. Der zweite Punkt, Stichwort Handel. Nach 2014 hat man ja gerade im ukrainisch-deutschen Handel eine starke, eigentlich fast mehr als eine Delle gesehen. Wir sind jetzt wieder 2018 auf dem Niveau ähnlich von 2013. Beim Handelsvolumen allerdings exportiert die Ukraine nach Deutschland. Jetzt waren von 2,6 Milliarden Euro, in 2013 waren es 1,6 Milliarden Euro. Das heißt, eine positive Entwicklung für die Ukraine, dass eigentlich mehr nach Deutschland geliefert wird, was für das Land gut ist. Also so viel zum Trend und vielleicht auch noch ein Thema zur Bedeutung der EU und Russland. Mittlerweile ist die EU, hat Market Share von knapp 50% der Exporte der Ukraine. Sozusagen Russland ist noch ein wichtiges, großes Einzelland mit 9%, aber man sieht schon sehr stark, dass die Warenströme sich massiv verändert haben. Dazu hat sicherlich auch das DCFTA beigetragen, das Freihandelsabkommen, was Sie schon erwähnt haben, was für Unternehmen und hier auch in der Ukraine ein Katalysator ist, um sich den EU-Markt zu erschließen, nicht nur für Rohstoffe, sondern auch für fertig produzierte Waren, wo eigentlich die Wertschöpfung eher im Land stattfindet. Als dritten Punkt würde ich vielleicht noch nennen das Thema Fachkräfte und Nachwuchs. Da kommen Sie wahrscheinlich, Herr Werner, noch mit drauf, weil das für Sie, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Wo wir noch einen Punkt sehen, ist, dass die Hochschulausbildung in der Ukraine, glaube ich, noch praxisnäher gestaltet werden kann, dass die Hochschulen noch mehr, sage ich mal, Freiheiten bekommen können, um zu schauen, wo kann man besser Schwerpunkte setzen, die auch für den Arbeitsmarkt eine größere Relevanz haben. Also etwas sozusagen das akademische Auflockern, die Diskussion haben wir hier in Deutschland ja auch. Die Frage, wie weit ist es theoretisch und wie weit lassen wir die Praxis zu im Studium, das würde, glaube ich, nochmal vielen Unternehmen helfen, von der Universität junge Mitarbeiter zu bekommen, die wissen, was sie mit ihrem Studium praktisch anfangen können, die eine Perspektive sehen inhaltlich, was sie mit ihrem erlernten Wissen machen können und nicht nach der Uni quasi erst schauen müssen, was man eigentlich mit einem BWL-Studium so alles machen kann. Das ist, glaube ich, ein Punkt für die Zukunft, der Unternehmen ukrainischen, aber auch ausländischen, glaube ich, auch noch helfen würde. Vielleicht noch zum Thema DCFTA und Impact. Die deutsche Beratergruppe hat, ich weiß nicht, wann das war, eine Studie gemacht zu dem Thema und ich hoffe, ich erinnere die Zahl zumindest grob richtig, dass ungefähr 40% mehr Handel, ich hoffe, die Zahl ist so in der Größenordnung richtig, ungefähr 40% mehr Handel zwischen der Ukraine und der EU stattfindet unter dem neuen Regime als vor dem DCFTA. Also 40% ist eine Hausnummer und ich würde sagen, ja, egal was man erwartet hat, können wir da, glaube ich, das als Erfolg verzeichnen, wenn wir 40% mehr Handelsvolumen haben. Stichwort Vertrauen. Alexander, wir haben ja im Juni mit deutschen Unternehmen den Präsidenten hier in Berlin getroffen. In der Presse in Deutschland wurde er bis dahin immer als Komiker hingestellt. Gut, der Mann ist Jurist. Um gute Komik zu machen, muss man intelligent sein, hinreichend. Das hat er, glaube ich, unter Beweis gestellt, dass er beides... Und Medienunternehmer. Also sozusagen, er ist kein Hampelmann. Ja? Das ist ja immer so die Konnotation, die mitschwang oder zum Teil auch mitschwingt. Er hat sich, glaube ich, da sehr gut präsentiert. Die Unternehmen sind mit einem sehr guten, positiven Gefühl, mit mehr Vertrauen aus dem Gespräch rausgegangen. Und das ist, glaube ich, halt ein wesentlicher Teil, dass man Personen hat, denen man im Zweifel mehr zutraut, vertraut als anderen. Das ist natürlich erstmal ein erstes Entree.
Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Das heißt, wir müssen in der Tat gucken, bei konkreten Fällen, Stichwort Aviation, Stichwort Privatbank, dass das auch wirklich dann mit Handeln unterfüttert wird und nicht sozusagen beim ersten Entree bleibt. Sie haben zum Teil das Problem Auswanderung auch angesprochen, um das zu vertiefen. Und ich sage das vor dem Hintergrund, das ist auch allgemein bekannt, in Polen arbeiten 1 Million Ukrainer. Wenn immer ich Ukrainer treffe, muss ich sagen, junge Leute, wir würden nach wie vor gerne ausreisen, weil wir höhere Gehälter hier erwarten und eine sicherere Lebensperspektive. Aber vielleicht muss ich mir auch mein Bild korrigieren. Dankeschön. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, wir als Ostausschuss haben 4 Jahre lang ein Stipendienprogramm umgesetzt. Ziel des Programms war es, dass deutsche Unternehmen für ein halbes Jahr ukrainische Studenten, höhere Semester, junge Graduierte aufnehmen, sozusagen praktisch mit ausbilden, mit weiterbilden und dann sozusagen die Leute zurück in die Ukraine. Als wir damit angefangen haben, haben alle gesagt, was macht ihr da? Die bleiben doch alle hier. Das war erstens geprägt von Unkenntnis des deutschen damals noch gültigen Arbeitsrechts, das irgendwie, glaube ich, 3 bis 4 Brandmauern einzieht, um Fachkräfte fernzuhalten, damals noch. Das heißt, die sind bis auf 3, 4 Ausnahmen, die ich kenne, alle in der Ukraine zurück und haben alle in der Regel sehr gute Jobs dort. Wenn man mit den Leuten spricht, die sind alle Anfang 20, Mitte 20, die gehen auch nicht mal eben so aus dem Land. Das heißt, die sind 3, 4, 5 Jahre, suchen diese jungen Leute und versuchen im Land einen vernünftigen Job zu finden. Weil die Familie im Land ist, weil man mit dem Land verbunden ist. Gerade nach 2014 ist das, glaube ich, noch mal stärker geworden. Und wenn man nach 4, 5, 6 Jahren diese Perspektive irgendwann nicht mehr sieht, dann fängt man vielleicht an zu überlegen, ob man geht. Aber allen zu unterstellen, dass das so eine Entscheidung ist, die man über Nacht trifft und dann schnell aus dem Land ist, das ist, glaube ich, eine Fehlannahme. Das hat man hier, glaube ich, in Deutschland gerne im Kopf, dass alle zu uns wollen. Wenn man mal guckt, die Anwerbebemühungen Deutschlands in verschiedenen Bereichen, jetzt vom mittelmäßigen Erfolg gekrönt. Ne?